Sie haben schon angesprochen, sind einige geblieben in der Mannschaft. Sie haben ja so ein Achtungszeichen gesetzt mit Ihrer frühen Unterschrift. Deutliches Zeichen für einen Cottbus. Was hat Sie dazu bewogen? Ja, ich glaube, das wurde auch schon gut geäußert an der Mitgliederversammlung, dass einfach der Wohlfühlfaktor, die Idee, die Art, wie man miteinander umgeht, wie man das Ganze generell angeht, mich überzeugt haben. Und dann war das relativ klar. Ich glaube, man hat ein bisschen gebraucht nach dem Misserfolg, ich gehe davon aus, jeden sehr mitgenommen hat, auch mich. Musste man sich ein bisschen fangen, musste ein bisschen über alles nachdenken. Auch das verarbeiten, ich glaube, das braucht zwar auch noch ein bisschen Zeit, aber dann war eigentlich so der erste Reiz, dass man das einfach wieder angehen will, weil das eigentlich, so wie ich es hier erlebt habe, noch nie irgendwo erlebt habe, und von daher war es eigentlich klar, dass ich hier bleiben will und auch geblieben bin. Wenn der Kader so stark zusammengeblieben ist, sind Sie ja automatisch dann auch Favorit für die kommende Saison? Ja, das glaube ich nicht unbedingt. Wir wollen natürlich Erster werden, das wäre schön. Das ist unser Ziel, deswegen sind wir auch alle geblieben, aber das ist natürlich nicht leichter. Also es wird dieses Jahr nicht leichter werden. Es war letztes Jahr schon sehr, sehr schwierig und dieses Jahr wird es nicht leichter, wie gesagt. Ich denke, dass da andere auch nochmal viel investiert haben, viel Geld investiert haben, und da wollen wir gegenhalten, da werden wir gegenhalten, und dann schauen wir mal und hoffen, dass wir natürlich unser Ziel erreichen.